woanders, wie ich finde. Und die Wurzel liegt, und das Wort habt ihr sogar in eurer albanischen Sprache auch, in dem Wort für Sense, weil du musst wissen, alles hat mit uns Weißen immer zu tun, mit dem Sichel-Schrägstrich, mit der Sense. Und die Corsa ist eine Sense, und auf Albanisch, ich glaube auch Kors oder Corsa. Ne? Und daher kam das, Kosovo, das Land der Sensenleute. Und das sind die Srbi, aber selbstverständlich. Das ist die Wortwurzel. Und die Nachbedeutung ist halt mit dieser Amsel, mit der Vogelart, Amselfeld. Nein, mein Freund, guck mal, so wie du es beschreibst, okay, gute Theorie, interessant, aber zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, Kosa, wie die Sense, ja, dann muss es ja kein Amselfeld sein, sondern ein Rasenfeld, in dem man das ganze Zeit mähen tut, mit der Sense. Nee, hab ich ja gesagt, du hast die Wortwurzel und die Nachbedeutung. Ne? Genau. Die Wortwurzel ist Kurs, das ist Sense, und die Nachbedeutung ist Amsel, weil sich die Sprache verändert hat. Genau mit dem Wort Balkan. Das Wort Balkan ist kein türkisches Wort, das ist die Nachbedeutung. Die Ursprungsfassung ist Balachan, das heißt der große Wald. Bal heißt groß, deswegen auch in der russischen Sprache Balschoi. Warum gehen die anderen beiden weg? Keine Ahnung, aber jetzt gut, auch merkt ihr Balkan, und jetzt erkläre ich dir Kosovo. Und für alle anderen vielleicht auch, die es nicht wussten. Wenn du heute zum Supermarkt gehst und was einkaufst, wo bezahlst du? Bei der? Hallo, Kimi Anik. Bei der Kasse. Fahre fort, ich höre zu. Ja, ich meine, ich will ja mit dir eine Konstellation hier führen. Also, du gehst zur Kasse und bezahlst. Das Geld kommt in die Kasse. Kasava ist eine Bank gewesen. Dass diese Erdschätze und diese Region, der Goldschätze und das Ganze, die Leute haben in der Bronzezeit alles mit diesem ganzen Wertschätzen und Erdschätzen gehandelt. Kasava bedeutet die Bank, Kassa, die Kasse. Deswegen kommt das Wort auch von Kassa. Denn diese Region war so begoldet und so reich an Mineralien, die haben alles dort damals aus dieser Region geholt. Die Bronzezeit hat ihren Startpunkt 3000 vor Christus. Da gab es noch gar keine Kassensysteme. Von daher ist diese Theorie. Ich habe gesagt, wie zum Beispiel auch die Bronzezeit. Kassava bedeutet die Kasse. Da hast du dir was zurecht. Das war die zentrale. Wie seid ihr jetzt von Kosovo auf Kasse gekommen? Weil Kassava die Bedeutung auch aus dem Wort rausbringt. Kosovo. Kosovo. Das ist aber schon weit hergeholt. Guck mal, weil du hast keine Schriften, die das holt. Das ist die Wurzel. Das ist ein Embryomorphom. Mein Freund, wenn du ein Wort, nicht die Konstellation, hast du einen Historiker, der das irgendwie deckt, was du sagst? Ja, meine Sprache. Jeder Albaner kann dir das beweisen. Hast du einen Historiker oder Trust Me, Bro? Ja, habe ich. Agronda Lipai. Der ist sehr kredibil, habe ich gehört. Sehr kredibil, aber er ist der Einzige, der diese Formel entschlüsselt hat. Also wenn der das sagt, dann muss es ja was zu bedeuten haben. Also da kann ja Tacitus auch einpacken, glaube ich, oder? Oh mein Gott. Okay. Nein, guck mal, Bruder, schau, wir wissen, dass die alten Merowinger, das älteste Adelsgeschlecht der Deutschen, der Germanen, ja, sie haben selber gesagt, dass sie von den Skiten abstammen. Und Skitier heißt Sense, die Sensenleute. Alle Wege, das merkt ihr bitte, alle Wege bei jedem einzelnen Volk in Europa führen immer zu zwei Werkzeugen, die aber in der alten, damaligen Zeit ein Werkzeug war, weil das ist ja im Prinzip dasselbe, nur halt, dass ein Sichel kleiner ist als eine Sense, ja. Sense schreckt sich nicht, darauf kommt es immer an. Ja, die alle haben sich auf die alten Skiten bezogen. Skitia heißt Sense. Ja? Im Englischen sagt man das Scythians, also Skiten. Und was heißt Sense im Englischen? Scythe und Scythians. Okay, nicht deiner Meinung. Okay, weiter Thema, anderes Thema. Das ist aber danke, dass du so respektvoll bleibst. Daran sieht man mal, dass du ein Arier bist. Guck mal, ein blonder Bart ist eben nicht nur Optik, das ist auch das Verhalten. Deswegen Respekt schon mal für dich, mein Lieber. Aber auch die Sprache. Deswegen auch das. Du hast mir viele Beispiele auch genannt, weißt du, aber wenn wie ich gesagt habe, wenn ihr der gleichen Abstammung wärt, illyrisch, dann müsstet ihr die Sprache beherrschen. Aber sprecht ihr? Serben sind keine Illyrer, sagst du. Serben sind keine Illyrer. Nein, die Region, wie gesagt, Leben gewährt, alles drum und dran. Sie waren dafür bekannt, für die Arbeiterklasse.
wie ich es das letzte Mal beschrieben habe, aber keine Illyren mit der reinen Rasse. Also sagst du, dass Albanisch illyrisch ist? Ja. Okay, ich lese dir mal ganz kurz vor. Albanian is not the same as Illyrian from a linguistic point of view. Also, wir wissen, und das sagt ja auch jeder Linguist und jeder Sprachwissenschaftler, dass Illyrisch unfassbar anders ist. Du kannst ja gerne mal so ein Wörterbuch kaufen und vergleich das mal mit deiner heutigen albanischen Sprache. Dort gibt es nicht allzu viele Ähnlichkeiten. Ein paar schon, aber im Endeffekt würdest du einen Illyrer von damals würdest du überhaupt gar nicht verstehen. Ja, mit der grammatikalen toskischen Sprache der Albaner heute nein. Aber mit der gegrischten Sprache, da wo ich herkomme, und das ist die Region Kosovo. Ju e Eger. Wir sind die einzigen, die die identisch gleichen Buchstaben wie die Lira haben und immer noch diese Sprache beherrschen. Also Eine Frage zwischendurch. Kann man Albaner sein, aber nicht Albanisch können? Oder muss man Albanisch können, um Albaner zu sein? Puh, das ist jetzt jedem so überlassen. Aber ich würde mich nicht als Albaner identifizieren, wenn ich die Sprache nicht beherrsche. Ich würde also ich kann kein Albanisch, also bin ich kein Albaner. Sagen wir mal so, wie ich letztes Mal auch gesagt habe, viele Albaner kommen, ja, hey, Chuck Norris war auch Albaner, aber wenn du dich nicht präsentierst, dass du Albaner bist, ich kann dich doch nicht zwingen, Albaner zu sein. Wie war Chuck Norris auch Albaner? Nein, das war ein Beispiel. Wer ist auch Albaner? Aber guck mal, ich meinte dieses letzte Mal... Du hast ja auch letztens erklärt mit den Illyrern, Ill und so, Stern und so weiter. Ne? Hast ja, also ich habe mir das noch beibehalten. Aber schau mal, die alten Illyrer selber, und das kannst du hier nachlesen, ich habe dir die ganzen Quelltexte hier auch aufgemacht, das ist der ganz normale Wikipedia-Eintrag von den Illyrier, auf Englisch aber, ja. Und da wird auf jeden Fall auch beschrieben, dass in der Etymologie die Illyrer eben, das hat nichts mit Ill und Stern zu tun, sondern das heißt die Wasserschlange. Nein. Aber selbstverständlich, das kommt... Nein. Das kommt von Huvio. Hier steht's doch. Hier, Augenblick. Ich bin ja nicht doof. Hier steht's doch. Ich weiß, was du meinst. Aber da, aus dieser Wasserschlange würde dein Sichelsymbol kommen. Also hat es keinen Sinn. Aus der Wasserschlange kommt ein Sichelsymbol? Schau mal die Bedeutungen, an was früher auch Illyrer geglaubt haben oder dem Ganzen Sinn gegeben haben. Mit unter anderem waren so Tiere. Ja, ist ja bei jedem so. Jeder hat ja Tiersymbole. Ist ja nichts Besonderes. Ja, also, aber das ist nicht ein Sichel oder eine Schlange irgendwas Bedeutendes auf meine Sprache. Oder nein, auf die also, guck mal, schau, die Sprachwissenschaftler, Moment, schon wieder Akzept, genau hier. Sprachwissenschaftler sind sich, wie gesagt, erstens einig, dass Illyrisch und Albanisch nicht dieselbe Sprache ist. Es ist nachweislich nicht so. Zweitens, die Illyrer selber haben sich in Anlehnung an eine Wasserschlange halt so genannt, also der Illyrius, das ist ja ein Typ gewesen, Polyphemus, sein Vater, hat ihm scheinbar den Namen Wasserschlange gegeben. Macht ja auch Sinn, weil die Illyrer waren ein Seevolk, ne? Die haben ja auch mit Schiffen, die sind ja dafür bekannt gewesen, ne? So, aber die Frage, die ich jetzt nochmal an dich habe, wann hat das dann auch aufgehört, dass die Leute dort gesagt haben, dass deine Vorfahren gesagt haben, wir sind jetzt keine Illyrer mehr, sondern wir sind jetzt... Mann, Tesla, sag mal ruhig, Mann. Wann haben die angefangen mit Schiffen? Es hat angefangen ab den Römern. Ab den Römern, also so konkret wann? Konkret so ungefähr, so sagt man Zeitraum? Boah, das kann ich jetzt nicht sofort auf den Joker entziehen, aber ja. Wie soll ich dir erklären? Ist egal. Die Geschichte der Römer, überleg mal. Du kämpfst 200 Jahre gegen das Illyrische Reich als Römer und besetzt nur 7 Kilometer. Und am Ende wurde Königin Jugurtha gelinkt. Sie wurde vergiftet, also besser gesagt König Agron wurde vergiftet. Jugurtha wurde dem Niederknien gezwungen, dem Römischen Reich Julius Caesar, was auch ein Illyrer war. Und er hat den Krieg nie gewonnen, aber er hat die Eroberung gehabt, indem die Königreiche gefällt haben. Aber wer hat den Leuten den Namen Shibtar gegeben? Shibtar, wer hat das in die Wege geleitet? Skipetaren sind die Deutlichung des Alphabetes und des jeden Buchstabens. So wie du heute auf Deutsch deutlichen, du betonst und deutlichst jedes Wort. Und Skipetaren bedeutet nichts anderes wie Schiptim. Denn wenn ich was schiptoe, dann beschreibe ich es
und erkläre es noch dazu. Das ist nicht schlecht vom Ansatz her, aber du hast eine gewaltige Sache, die du dort missachtest. Erstens, Skipetare, da siehst du mal wieder die Ähnlichkeit zu den Skiten. Es fängt wieder gleich an. Glaub es mir, die Wortwurzel liegt in der Sense. Zweitens, das Verdeutlichen mit dem Sprechen. Ja, stimmt, aber den Namen haben euch die Denarier gegeben, das heißt also die Arier, die nördlich von euch gelebt haben. Die südlich dort gelebt haben. Arier, die nördlich gelebt haben. Augenblick, ich bin sofort fertig. Die Denarier, deswegen heißt sie auch das Denarische Gebirge, ne, die Denarier, die haben den Namen den Schipt-Ariern gegeben. Was heißt Schipt? Hier in der Übersetzung, Schipt heißt flüstern, die flüsternden Arier. Ja, doch, selbstverständlich. Die Denarier haben in die Wege geleitet, sondern die flüsternden Arier. Gut gesucht, gut gelesen, aber falsch gelesen. Falsch geschrieben, egal wer es geschrieben hat. Ich akzeptiere das nicht. Weißt du warum? Das ist 100% meine Sprache. Und in meiner Sprache erklärt das Wort selber, was ich da sage. Und wenn dieses Wort, soviel ich weiß, hat mir auch mein Kollege Hector gesagt, der ist auch Albaner, soviel ich weiß, heißt Schipter Adler auf eurer heutigen modernen Sprache. Nein. Es heißt echt Hector. Heißt echt Hector. Albanisch Hector. Ja, aber die Sciptore, ja, oder die Scipone, okay? Das bedeutet nur einer, der das verdeutlicht, okay? Und die Scipone ist unser Zeichen. Also wir gaben diesem Adler den Namen, nicht er gab uns, oder wir nannten den Adler. Ich gebe dir recht, weil das mit Verdeutlichen, guck mal, du kannst ja auch flüstern, flüstern ist ja auch eine Art der Kommunikation, du kannst auch in einem flüsternden Ton etwas verdeutlichen. Ja, aber wir sind nicht durch Illyrien gelaufen und haben geflüstert, weißt du, wie ich meine? Das meine ich damit. Nein, das ist ja nur sinnbildlich. Die Russen Bedeutung für meine Nation. Die Russen sagen ja auch zu den Deutschen Niemzi, die Stummen. Die sind ja nicht stumm. Aber die haben das einfach in Anlehnung daran gesetzt, dass sie selber nicht verstehen können. Das heißt also Niemzi, die Stummen, okay? Das ist die Wortwurzel mal wieder. Guck mal, und für welchen Adler, du hast gerade einen Adler erwähnt, für welchen Adler meinst du genau? Welchen Adler? Den habe ich auch letztens hier bei Tesla erklärt. Und zwar waren das, er sagte, ein Mythos. Okay? Wir gehen nämlich zurück bis zu Zeus. Welchen Adler? Wie sah der aus? Also welchen Adler genau? Es war ein ganz normaler Adler mit einem Kopf. Denn Zeus hatte zwei und er wollte den Bauchnabel der Welt finden. Und einer linke Schulter und einer auf der rechten Schulter. Sie flogen und fanden den Nullpunkt. Der damalige Zeus? Nullpunkt, okay, Zeus. Es ist kein Mythos, sonst wäre das nicht passiert. Wir tragen diesen Pilz. Letzte Runde, ganz kurz Unterbrechung. Letzte Runde, wir machen letzte Runde jetzt. Okay, Revanche, letzte Runde. Komm, Leute. Letzte Runde jetzt. Also, 3 Minuten. So. Nein, noch länger. 5 Minuten. Dieser Nullpunkt. Ihr müsst euch vorstellen, mit diesen Gottesmächte, was er hatte, telepathierte er in den ihren Augen wie heute mit einer Drohne in einem iPhone. Er wusste dann, wo sie gelandet sind. Und das ist der Orakel heute in Delphi, Territorium heute Griechenland. Diese Skulptur hat einen Halbkreis, bedeutet eine Herkunft, die Geburt des Menschen, dankbar Gottes für diese Welt. Damals haben die so gedacht. Diese Skulptur ist dieser Pliss. Denn dieses symbolisiert den Bauchnabel. Woher wirst du ernährt in der Gebärmutter? Durch einen Bauchnabel. Und früher haben die Leute symbolische Sachen dargestellt und immer über ihren Kopf gestellt. Denn das steht über meinen Kopf, sonst rollt meiner. Wir haben diese Verbindung mit zwei Adler, die das kreuzten. Und das Orakel gibt es heute, könnt ihr alle googeln, im Apollon, Griechenland. In der Stadt Delphi. Dieser halbe Kugel ist die Herkunft der Menschheit. Wir Albaner auch untereinander nennen uns heute Gottes Kinder. Bitte sortet. Also ich muss mich kurz korrigieren. Zeus meinte, das ist doch ein Mythos, das ist eine Geschichte. Das Mensch ist ja auch nicht vorbei. Warte, wenn es eine Geschichte wäre, die nicht wahr ist, warum haben wir diese Symbole, die noch heute... Ich erkläre es dir. Guck mal, ich muss dir erst mal kurz sagen,
Nicht schlecht, aber schau, du machst trotzdem ein paar Fehler und da muss ich dich korrigieren. Okay. Erst und ganz gegenseitig, hey, nicht schlecht deine Theorie, aber Fehler. Aber deine ist auch nicht schlecht, aber trotzdem. Schau, Irfan, das ist richtig, aber du musst ja auch wissen, wer hat die Historiker auf seiner Seite, wer hat die Texte auf seiner Seite. Wow, und wenn er immer. Ich bin der Moderator, deswegen bin ich meine da, muss ich zeigen. Warte kurz, langsam, Lucy, ich habe dich auch reden lassen. Weil er immer nur sagt, dass meine Sprache meine Quelle ist und er kann sich einfach selber alles zusammenfriemeln. Und hat keine Historiker, dann ist es alles auf sehr wackeligem Boden. So, erstens, Zeus ist eine minoische Nachinterpretation gewesen. Du weißt ja, was die antiken Minoer gewesen sind, oder? Mhm. Weißt dann, du? Ja, aber was hat das mit Zeus zu tun? Ja, wo haben die Minoer denn gewohnt? Kennst du das? Warte kurz, kennst du die Minoer? Weißt du, auf welches Siedlungsgebiet hatten sie? Nein. Das weißt du nicht. Die haben auf die Insel Kreta gelebt. So, dass die Minoer, das sind Nachkömmlinge von den Ionern. Das ist der biblische Javan, der ist sogar biblisch auch erfasst worden. Und der ursprüngliche Gott von denen hieß auch nicht Zeus, sondern der hieß Cerbatius. Und der hatte die drei Finger. Die drei Finger von Cerbatius, die sehen wir hier, das ist ein Fund, der ist 4000 Jahre alt. Das sind die drei Finger von Cerbatius. Und dann haben die Minoer eine Nachinterpretation gestartet. Die haben sich an dem Wortlaut Zeus bedient und haben aus Zeus Zeus gemacht. So, das hat es damit auf sich. Und der Doppelkopfadler symbolisiert Alpha und Omega Alpha. Zwei Minuten. Und hier, das ist der Adler von den Albanern noch im 12. Jahrhundert. Das weißt du ja, oder, Bruder? Zeig mal richtig, weil ich sehe es nicht. Ja, aber du bist jetzt nicht dein Ernst, dass du die ganze Zeit bei Wikipedia drin bist, oder? Bei Wikipedia kannst du das Wissen mit Bildern einfügen und jemand bestätigt und jemand liest es. Ja, aber das ist schon Realitätsverleugnung, was du jetzt gerade machst. Immer das ist keine Realitätsverleugnung, aber bei Wikipedia sind manchmal Sachen, die sind Müll. Die haben gar keinen Sinn. Also gab es dieses Symbol nie und das ist alles ausgedacht. Das habe ich nicht gesagt, aber die Datierungen und so, die stimmen nicht. Da tut sich jemand was hinsetzen. Das stimmt nicht. Doch, man kennt dieses Principata er Arberit, oder wie das auch mal ausgesprochen wird bei euch. Okay, warum? Schau, guck mal. Wir sind im 13. Jahrhundert. Im 13. Jahrhundert. Und währenddessen hatten die Serben schon diesen Doppelkopfadler in derselben Zeit. Und daher wissen wir, wo die Wurzel liegt. Aber selbstverständlich. Und hier jetzt ist es noch ungemütlicher für dich, mein Lieber. Der lieber Held hieß Kastriotic, nicht Kastrioti. Das war ein Reiner. Jetzt hast du komplett reingekackt. Kastriotic. Und nicht Kastrioti. Wir sehen es. Überall. Ja, auf deiner Sprache. Wir lassen ihn antworten. Auf deiner Sprache. Wir gehen Österreich-Ungarn haben ihn als Kastriotisch protokolliert. Die Österreich-Ungarn, okay? Kastriotisch vielleicht, aber nicht Kastriotisch. Was sagst du zu Kastriotisch? Nie im Leben, okay? Du kannst Kastriotisch sagen, weil es deine Sprache ist, aber das war kein Kastriotisch, sondern ein Kastrioti. 15 Sekunden noch, komm Leute, komm Leute. Warte. Österreich-Ungarische Grafiken, keine serbischen Grafiken, das sind Österreich-Ungarische Grafiken. Und jetzt, dann sitzt da so ein Nussi, der in Österreich geboren ist, ist aber Serbe und dann macht er sowas, Kastriotic. Wo liegt Problem? Richtig, genau, hier und hier, du siehst ja, das ist der serbische Gruß, hier der serbische Gruß, das ist der Dreifingergruß, hatten wir ja gerade schon, das ist die heilige Hand von Cerbatius gewesen. Mein Freund, okay, warte mal, dann stelle ich dir eine Frage. Warum ist diese Region oder dieser Stammbaum der Kastriotic nicht in Belgrad, sondern in Albanien? Erklär mir das. Weil die Serben, bitte? Ja, erklär mir das. Warum? Weil die Serben es versäumt haben, ihn in Ehren zu halten. Deswegen habe ich höchstens. Hör mal, hör doch mal zu. Aber den nicht. Nein, du siehst mich fälschlicherweise als Feind an. Ich sehe dich ja gar nicht als Feind. Ich sehe dich nicht als Feind an. Nie im Leben. Nie im Leben, aber weißt du, ich lobe dich ja. Ich habe dich auch gerade wegen deiner Reinrassigkeit gelobt. Und so lobe ich auch die Albaner, die kastriotischen Rinder in Ehren. Das lobe ich. Das ist gut. Deswegen, ich sage ja, das ist ja ein Streit. Nein, verstehst du? Reinrassige Albaner. Sei nicht radikal serbisch. Versuch nicht hier mich zu streicheln und mich zu ficken, weil TikTok sportlich, das geht nicht. Du kannst nicht sagen, ich lobe dich und auf der anderen Seite schiebst du mir. Das geht nicht. Ich schieb dir gar nichts. Ich will dir höchstens, dass du das Serbentum nimmst. Du sollst die vier Sichel von Jafet annehmen. Du sollst dich zum Serbentum bekennen. Ich werde mich nicht zum Serbentum bekennen, weil ihr noch nie vor uns da wart.
Okay, dann habe ich mal eine Frage. Guck mal hier. Die Wincher-Kultur ist 9000 Jahre alt. 9000 Jahre alt. Und die hatten nachweislich das sogenannte serbische Kreuz als Symbol. Augenblick, wir haben sofort. Das ist eine Gottheit von den antiken Wincher-Leuten. Wie hieß die? Was steht da? Serbona. Sie hieß Serbona und hatte das serbische Kreuz als Wappen. Ja. Und das war lange vor Illyrien. Die Wincher-Kultur. Hier haben wir wieder das serbische Kreuz von Jafet. Das ist das Jafetinische. Das sind die vier Sichel von Jafet. Wir kennen dich zum Serben. Deine Vorväter würden sich im Grabe rumdrehen, wenn die sehen würden, dass du dich nicht... Woher stammt eigentlich der Sichel? Weißt du das? Leute, alle tippen, nur für sich. Was ist das für ein Symbol? Aber ohne zu googeln. Sag einfach von dir aus. Wenn du das Beispiel nicht, erkläre ich dir. Aber selbst, ich muss gar nichts googeln. Ich habe einfach nur als Untermauerung ein paar geschichtliche Quellen. Der Sichel kommt natürlich von Sirbatius. Das ist der Sichelgott. Wir lesen ja auch in der Offenbarung, selbst in der Bibel lesen wir, dass Jesus mit einem Sichel wiederkommen wird, um zu ernten. Das heißt also, der Sichel ist immer ein göttliches Symbol. Und Jafet, ein Sohn von Noah, hat dieses Symbol für sich genommen, weil Jafet heißt in der Übersetzung ausbreiten. Ausbreiten wie in alle vier Himmelsrichtungen. Deswegen die vier Sichel von Jafet. Dass die Sichelleute, die Gottesgläubigen, breiten sich in alle vier Himmelsrichtungen aus. Das hat es damit auf sich. Das ist die Wurzel. Warum, Leute? Nicht verlieren. Das ist letzte Runde. Leute, sechs Runden. Sip ist Sichel. Sip bedeutet Sichel. Dem kann ich nicht gut sagen. Ja, aber dann bin ich aber traurig, Bruder, weil du musst ja zum Srippentum wieder zurückkommen. Du hast dich so ein bisschen verirrt, was ja nicht schlecht ist oder so. Du könntest ja gerne so einen Erstens habe ich dir zugehört. Ja. Zweitens verkaufe ich meine Nation niemals für kein Geld der Welt. Ich werde nicht etwas, was ich nie war. Und ich bleibe das, was ich bin. Ich bin ein stolzer Lehrer mit reiner Rasse. Du siehst auf meiner Haut, hell, arische Rasse. Das euch beschreibt. Arische Rasse, sag ich doch, die schiebt Aria. Genauso wie die den Aria. Siehst du, du hast gerade gesagt, Rasse, dass das schaffen ist. Okay, Wegerald, lass mich reden, oder? Leute, Arisch, habe ich dir letztes Mal erklärt, bedeutet Gold. Etwas Unvermischtes. Ar. Ar ist Gold und die arische Rasse sind wir Illyrer. Okay. Ach, Schwachsinn. Die Illyrer, die Urmenschen auf dem Balkan, die kannten Illyrios doch gar nicht, Junge. Illyrios ist doch gar nicht. Wenn dann haben wir den später so genannt, aber es gab keinen Illyrios. Und man nennt dieses Volk. Polyphemus und der Bruder von Keltos und der Sohn von Polyphemus. Das war Illyrios, mein Lieber. Wie wenn man dir den Namen gibt, Illyrios. Aber das, wegen dem heißt die Region oder dieses Königreich nicht. Da bist du. Doch, dein Sohn Dardanus hat die Dardanen ins Leben gerufen. Aber guck mal, schau. Hier. Er hat die Dardanen ins Leben gerufen. Die Dardanen gab es immer. Weißt du überhaupt, warum Dardanen heißt? Dardanus war, das ist der Sohn von Illyrius. Aber guck mal, hast du dir Dardanus immer gegeben? Aber weißt du, warum Dardanus? Die Dardanen hat es immer gegeben, habe ich dich richtig verstanden? Die Dardanen hat es immer gegeben? Ja, hat es immer gegeben. Welche Sprache haben die denn gesprochen? Illyrisch, Albanisch. Quatsch, Illyrisch, Albanisch, das ist Schwachsinn. Warte mal, Wegener. Okay, ich habe dir bei so viel Schwachsinn zugehört, jetzt hörst du mir bei meinem Schwachsinn. Okay, jetzt hörst du mir bei meinem Schwachsinn. Ich bin ja nicht faktenbasiert. Ich gebe dir Fakten. Guck mal, du kannst dir den Schwede aufschlagen, kannst das Neue Testament aufschlagen, kannst ja Flavio für dich. Ich gebe dir Person, mein Freund, und ich erkläre dir, was da auch anders heißt. Okay, komm. Warte, lass ihn aufschlagen. Komm, oder lass ihn von der Rede. Lass ihn ausreden, Gerhard. Wenn er fertig ist, dann sagst du Bescheid. Okay? Okay, komm, du bist jetzt. Komm, also, bist jetzt. Dardanus. Der Name Dardanus ist Dardanus. Das bedeutet Birne. Das Gebiet ist wie eine Birne und in zwei geteilt. Du kannst eine Birne, wer mir erklärt, die Bedeutung in meiner Sprache, Dardan, nur den kann ich durch zwei trennen. Das ist die einzige Frucht, die du so packen kannst und trennen kannst. Und okay, ich bin die Quelle. Okay, wo ist die Quelle? Das bedeutet, dass Gebirge, das ein Flachland hat und ein Gebirge hat. Und die Region nennt man Dardanes. Und noch dazu gab es Birnen in dieser Zone. Okay? Und wo ist die Quelle? Gab es Trauben, hast du dir das einfach ausgedacht?
Wieso soll ich mir das ausdenken, wenn es meine Sprache entziffert? Aber wo ist die Quelle? Gibt es einen Historiker, der das irgendwie sagt? Oder hast du das mal wieder ausgedacht? Jeder Albaner, der diese Bedeutung von seiner Sprache entschlüsselt. Die albanische lyrische Sprache ist der Schlüssel dafür, mein Freund. Du kannst noch so viel Geschichte dahin schützen. Die Sprache so viele Dichter und Denker gehabt. So viele Dichter und Denker gehabt. Auch in der damaligen Zeit, wo die Balkansprache noch anders war als das heutige Albanien. Weil, ob du willst oder nicht, das damalige Lyrisch war einfach anders als das heutige Albanische. Das ist einfach so. Das heutige Albanisch grammatikal. Du kannst mir nicht einfach irgendwas erzählen. Ich könnte dir auch einfach irgendwie. Die Albaner kommen vom Uranus, ja? Und da kann ich ja auch sagen, ja, der Schlüssel dafür ist halt meine Fantasie. Ich bin genau, Wir brauchen Historiker, die das belegen. Das brauchen wir. Ansonsten ist es einfach null und nichtig. Du kannst dir alles Mögliche ausdenken. Okay, Gerald, ich habe eine Frage an dich. Warte, Diskussion ist vorbei. Wenn du doch sagst, wir waren nicht da, wir kommen aus England. Erklär mir doch, woher dann Albaner stammen. Nach deiner Meinung, nach deiner Recherche. Wenn ihr Serben immer da wart und wir sind da hingezogen, woher? Das ist mein Denkfehler, habe ich doch letztens schon gesagt. Du machst einen Unterschied. In der Antike kannst du keinen Unterschied zwischen einem Serb und einem Albani machen. Albani bedeutet der Weiße und die Serb-Leute waren rein rassig weiß, so wie du es bist. Das heißt also, das ist ein Synonym. Das ist ein Synonym. Du meinst dieselben Leute, meinst du dadurch und damit. In der Antike zumindest. Heutzutage ist es anders. In der Antike meinst du dieselben Leute, meinst du. Weißt du, das ist ein Synonym. Aber ich habe dich bewusst wegen der Sprache gefragt, weil die älteste Sprache, das ist nachweislich so still. Ich habe beide ohne Ende. 3500 Jahre, Augenblick, ganz kurz. Sanskrit ist eine der ältesten Sprachen und vermutlich sogar die älteste Sprache, die noch heute gesprochen wird und mindestens 3500 Jahre alt. Übersetzt heißt Sanskritia. Da sind wir wieder bei Skitia. Die Redest du von 1500 Jahren? Du hast hier einen Übersetzer Sanskrit und Englisch. In Sanskrit heißt es. Meine Frage: Diese Sanskrit und diese 1500 Jahre, sind die immer bis von jetzt bis 1500 Jahre zurück oder redest du vor Christus? Auf jeden Fall vor Christus, weil der Rigveda ist. Ja, weil du hast mich einmal erwähnt, deswegen dachte ich, also, ich weiß nicht. Ein Beispiel nenne ich dir. Wenn du 1500 Jahre bist. Warum ist die Diskussion vorbei? Wie lange wollt ihr diskutieren? 2 Stunden? Gehen wir raus einfach. Wir können weiter diskutieren. Ich kann auch andere Leute holen, die wollen die ganze Zeit rein, die auch Ahnung haben, die ich kenne. Okay, super, passt. So, Irfan, bei dir kurz. Du hast vorhin gesagt, bin ich Albaner, weil ich nicht spreche oder nur kurz. Ja, bist du Albaner oder bist du nicht Albaner? Ja, väterlicherseits bin ich, aber ich kann kein Albanisch. Okay. Dein Name? Mein Name, Irfan Bezi. Was ist Bezi? Ja, was Bezi? Kennst du Bezi-Familie? Ja, aber was bedeutet der Name? Was bedeutet, keine Ahnung, was soll er bedeuten? So in der Umgangssprache, nicht falsch verstehen, weil ich will dich jetzt hier nicht demütigen. Ja, ich weiß schon, was du meinen willst. Okay. Aber das bedeutet nicht das. Das ist eine Redewendung von einer Ableitung. Und zwar, eigentlich sagt man im Albanischen, etwas, was man dünn, so wie die Peter. Okay? Etwas was dünn. Man? Die Peter. Ein Pide oder ein Peter. Alles, was man knetet, zu Teig macht zum Beispiel. Etwas, was dünn ist. Eine Schale von einer Frucht, von einer Baumrinde, ist eine Pezi. Und alles, was man zu dem machen kann, deswegen nennt man auch diesen Holzstiel, was die Türken und alle benutzen, wenn die Jufka machen im Dönerladen, das Gerät von dem, was Pezi macht, also was Hauchdünnes macht. Irfan wird gerade sein eigener Name erklärt. Hat die Abstammung daher, vielleicht wart ihr früher Bäcker und habt, keine Ahnung, Fladen gemacht, was soll ich wissen. Also es ist nicht dann, dass man sagt, hier, das ist ein kleiner P, sondern, okay, jetzt weißt du auch, was dein Name bedeutet, und das kann ich dir in meiner Sprache erklären, und deswegen will Gerald nicht glauben, der braucht einen Historiker.
Und die Sprache ist nicht. Ich kann dir nicht einfach so glauben. Das darf ich mir nicht erlauben. Ich bin zu seriös dafür, mein Lieber. Du musst mir irgendwelche Quellen liefern. Okay, das wird jetzt weiter. Und ich es gibt so viele Hilfsmittel, die wirklich gut sind. Ja, Leute. Warum denkst du mir nicht was? Weil da nichts vorhanden ist. Weißt du, was ich meine? Ich kann mir auch irgendwas zusammenfriemeln. Weil schau, guck mal, die älteste Sprache der Weißen ist nun mal Sanskrit. Und in Sanskrit bedeutet der Sichel wie in unserer Sprache auch Sirp. Und bei euch... Was habe ich jetzt gemacht? Ach so, oh, okay, passt. So, da ihr Fahren. Jetzt hatten wir gerade albanischen Geschichtsunterricht, albanisch-serbischen Geschichtsunterricht gerade hatten wir. Genug Geschichtsunterricht für heute, ja. Sie haben ja endlos miteinander diskutiert, Herr. Jetzt mache ich Zerfetzung mit dir. Ich darf nicht, aber ich durfte nicht einmal sagen, tippen, Leute, was ist los da? Aber PC, hast du deinen eigenen Nachnamen erklärt bekommen, ha? Lustig. Du willst unbedingt Schläge bei unserem ersten. Es ist schon lustig, ja, es ist schon lustig. Also ich kann nur sagen, Han bedeutet auf Koreanisch Nation von Taehan Minguk und war eine Königsfamilie. Das ist der Han. Han ist einer der wichtigsten Nachnamen in ganz Südostasien. Es sind auch die Han-Chinesen, die das mit den Uiguren machen. So wird so Han. Han ist bester Nachname. Also ihr Fan. Wollen wir verlieren? Leute, alle Tipps lassen wir ihn auseinandernehmen. Ehrenamtlich verarmter Imam, spielt ja eigentlich von euch einer Killing Floor. Vielen Dank an ehrenamtlich verarmter Imam, Platz 3 auf Unterstützerliste. Ehrenmänner, die Hans. Die Hans. Wenn ihr Fragen habt, schickt jetzt. Ey, warum hast du eigentlich so eine große Fresse, wenn ihr jetzt fünfmal hintereinander verloren hast? Hast du gesehen, wie du verloren hast jetzt gerade? Ja, ihr Fan. Du hast zwar fünfmal gewonnen, ja, aber das Problem ist nur... Abstand, noch mit was für Abstand ich gewonnen habe. Ja, lass mich ausreden. Das Problem ist nur, da wo es wichtig war, nämlich wo es eine richtig gute Strafe war, hast du verloren. Und das ist das Wesentliche. Das ist das Wesentliche. Leute, jetzt tippen, lass mal verlieren, Leute. Tippen, kein Gas geben. Komm, Leute, komm. Die YouTube-Leute müssen uns jetzt zuhören, wie wir besser. Wenn du verlierst, musst du dich bekreuzigen. Na, das machen wir dann nächste Runde. Das war nicht ausgemacht. Im TikTok läuft das so ab, mein Freund. Vor dem Match wird ausgemacht, welche Strafe, nicht mitten im Match, vor dem Match. Und dann muss der andere sagen, ja oder nein. Aber von mir aus können wir das nächste Match machen. Leute, 4 Rosen. Jeder eine Rose, Leute. 3 Rosen noch, Leute. 3 Rosen. Du wirst eh verlieren, das ist keine Chance. Heute. Leute, schaut, Leute, 3 Rosen, Leute, 3 Rosen. Sogar White Muslim schickt mir. Sogar White Muslim schickt mir. Weißt ja, du, was White Muslim. Du hast eh Unterstützung von Moslems. Fast alle deine Unterstützer sind Moslems. Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist überhaupt nicht wahr. Leute, mal 2 geschafft. Leute, weiter. Komm, danke dir. Danke. Leute, jetzt mal 2, Leute. Jetzt mal 2 Ballads, Leute. Ballads. Ballads! Oh, der Stream hat gleich 300.000 Likes. Platz 6. Leute, tippen. Ja, 100.000 sind von mir. Ja, natürlich, alles von dir. Was war dein bester Platz bei uns? Was war dein bester Platz bei uns? Gast drin war. Was war dein bester Platz bei aufstrebenden Stars? Ich war bei Platz 1 zu meinen Top-Zeiten, also red nicht. Deine Top-Zeiten sind lange vorbei und jetzt werde ich deine TikTok-Karriere beenden. Mr. TikTok-Newcomer, red nicht mit mir. Red mit mir, wenn du in der Rangliste drinnen bist. Leute, weiter, Leute. Ich bin Leute, auf Platz 6, von was erzählst du? Ich bin auf Platz 6. Das sind die aufstrebenden Stars, ich rede von der Original-Rangliste, da musst du weiterklicken. Da musst du auf die warst du auf Platz 1. Da warst du auf Platz 1. Na, ich war da nicht, ich war bei den aufstrebenden Stars auf Platz 1. Im Aufstehen des Stars bin ich auch auf Platz 6. Komm, Leute. Sieg, hey, was ist los? Komm, Leute, weiter. Warum gehst du mit so einem hasserfüllten... Hiervon hast du gehört, du bist ein hasserfüllter Mensch. Ja, das sind deine muslimischen Fans. Deine muslimischen Fans und Supporter. Wo hab ich muslimische Fans? Also ich wurde vor kurzem Islamhasser genannt. Einmal von einem wurdest du Islamhasser genannt. Komm, Leute. Von der gesamten Islam erst Goldstücke machen, Diss-Tracks gegen danke, mich. Danke, so gehasst bin ich bei denen, Alter. Ich bin mindestens genauso verhasst wie du.
Willst du ernsthaft behaupten, dass er nicht hasserfüllt ist? Ich glaube, Irfan so als Mensch ist nicht hasserfüllt. Aber wenn er so TikTok-Matches macht, ist er schon sehr hasserfüllt, dieser Irfan. Schau ihn an. Leute, lass uns nicht verlieren. Wir machen nur diese Runde. Eine Runde vielleicht noch, höchstens. Und dann wieso? Bist du dann? Achso, dann machst du wieder Zerfetzung. Du darfst nicht gleichzeitig YouTube live gehen. YouTube sagt immer langweilig, aber TikTok-Matches ist so. TikTok-Matches! Danke, Gika. Wenn ich nicht auf YouTube live gehe, dann beschweren sich die Leute auf YouTube. Wirklich? Komm, Leute, komm, Gas jetzt noch zum Schluss. Gott, komm. Minuten, Leute. Komm. Nein, bitte nein. Ich schwör's, es muss ich so lange anhören, werde ich wieder verletzt. Danke, beste Kunde. Okay, jetzt machen wir mit Strafe, okay? Was ist Strafe? Wenn du verlierst, ich schwör's dir, ich mache eine gottlose Strafe. Wenn du verlierst, du sagst, Deutschland braucht mehr Moscheen. Brauchst du nicht? Wenn du verlierst, gehst du auf Diät und nimmst 20 Kilo ab, okay? Bruder, das kann ich doch nicht innerhalb von einem TikTok-Match machen. Aber von mir aus. Das ist sogar Belohnung. Na, aber ernsthaft, was für eine Strafe machst du dieser Strafe? Du musst dich bekreuzigen und sagen, du musst Bibel lesen. Das ist deine Dings. Du musst Bruder, wo soll ich jetzt Bibel herzaubern? Du kannst im Internet, gibt's auch kostenlos Bibel. Du musst das Neuen Testament eine Seite. Na, ich mach diese Kreuzigung, okay? Ich mach diese Kreuzigung. Und du sagst, Deutschland braucht mehr Moscheen, das wäre voll lustig. Jeder weiß dass das Scherz ist, also deswegen. Das kann ich nicht sagen. Ja, was für Strafen willst du dann machen? Vorher würde ich mir meine Zunge abschneiden, bevor ich das sage. Ja, das ist aber solche Strafen sind spannend, weißt du, was ich meine? Ja, okay, was für eine Kreuzigen und was muss ich machen? Ja, ey, das sagen. Deutschland braucht mehr Moscheen. Ja, okay. Was, Leute, komm schon. Ich weiß, alle tippen, Leute, da tippen, Leute, alle tippen. Wenn ihr das zulässt, wenn er sagt, Deutschland braucht mehr Moscheen, das wäre so lustig, Leute. Wenn ihr das zulässt, dass ich mich pro-islamisch in der Öffentlichkeit äußere, dann habe ich den Glauben an meine Community verloren. Er hat keine Community, Leute, lasst mal das machen. Schickt, Leute. Lasst diesen nordkoreanischen Kommunisten sich bekreuzigen. Leute, alle tippen. Komm, das ist die einzige Runde. Danke, Sandro. Komm, Gas geben. Leute, letzte Runde, er muss das sagen, Leute. Alle tippen. Dann muss der Heide sich bekreuzigen. Komm, Leute, lasst nicht zu, dass ich mich pro-islamisch äußern muss. Oh, danke, GK, danke, Alessia, danke. Weiter. Oh, Leute, das mal muss heilen. Aus so ein Sieg werden. 1700 Punkte danke, für mal zwei, Leute. Oh, mein Gott. San Maiero, bester Mann. Danke, Jenny, sauber. Oh, mein Gott, Leute, 1700 Punkte für mal zwei. Jetzt wirst du zerfetzt. Komm, Leute, Gas, Membra. Leute, komm schon, tippen, Leute. Oh mein Gott, wir kacken voll ab, Leute. Kommt schon. Danke, Mame, komm. Ja! Sauber, Leila. Danke, Leila. Danke. Oh, Alter. Schau, wie seine Community ihn verteidigt. Jetzt. Ja, komm. Ja, weil meine Community ist loyal. Die hält zu mir. Die lässt nicht zu, dass ich sowas machen muss. Mich blamieren muss in der Öffentlichkeit. Danke, Sekundus. Weiter. Haushoher Sieg. Milena, vielen Dank, Milena. Weiter. Alle tippen, Leute. Weiter. Er wird sich selbst snipen am Ende. Er wird am Ende irgendwas noch sich schicken. Danke, Sunny. Danke. Bruder. Letzte Match. Ich verspreche euch auch auf YouTube. Danach gibt es Zerfetzung. Danach mache ich kein Match mehr. Letzte Match. Komm, Leute. Vollgas. 2,5 Minuten. Danke, Sunny. Komm, weiter. Lass nicht zu, dass ich mich blamieren muss in der Öffentlichkeit. Danke, Kunterbund. Danke, Milo. Leute, komm schon. Sunny. Islam, ja, Multikulti, nein. Okay. Zerfetzt jetzt das. Ja, letzte Runde. Ich habe keine Chance, Leute. Ich
üb schon mal dich zu kreuzigen. Danke, Sunny. Komm, weiter, 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 nur mal sicher. Anscheinend wollen das die Leute doch nicht so sehen. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht! Oh. Du hast schon aufgegeben. Komm, Leute, nur mal sicher gehen, nur mal sicher gehen. Er macht Bruder, ich bin 600, Alter. Ja, ja, aber du machst irgendeine hinterhältige Aktion in letzter Sekunde, wie heute Nachmittag. Komm, Leute, danach gibt es Zerfetzung, danach gibt es Zerfetzung. Danke, Leila. Danke, Jenny. Oh. Weiter, 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 weiter. Danach gibt es Zerfetzung. Zerfetzung. Danke, Leila, beste Mann. Danke, 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 super, weiter, weiter. Was ist los, warum bist du so leise jetzt auf einmal? Danke, Jeschua. Meine Leute schlafen. Danke. Meine Leute schlafen. Sie schlafen. Gleich geht's weiter. Mit. Eine Minute noch und dann gibt's Zerfetzung auf TikTok. Leute, kommt schon. Letzte. Oh mein Gott, 10.000 Punkte. Leute, wenn einer Löwe schickt, oh, ich fahre ihn persönlich, Leute. Alle tippen, Leute. Alle tippen. Eine Minute noch. Komm, Leute. Oh, danke, Sokol. Danke. Oh, 10.000 Punkte. Ja, schon. Komm, weiter. Jetzt machen wir richtige Zerfetzung, Mann. Jetzt zeigen wir das. Das gab keine Zerfetzung. Nein, ich bin nicht das Gast. Ich mach weiter. Leute, weiter, weiter. Neuer Rekord. Krypto. Vielen Dank, Krypto. Sokol, nochmal Sokol. Bester Mann, Sokol. Dennis, Leila. Warte, er macht gerade Zerfetzung mit mir, Leute. Weiter Zerfetzung. Jetzt ist du richtig. Siehst du mal, was für Unterstützer ich habe. Bruder, du machst es viel länger. Danke, Dennis. Ja, ich mach das länger, Alter. Du bist TikTok-Legende und wirst hier zerfetzt. Du kannst eigentlich komplett TikTok löschen nach dieser Niederlage. Kannst du TikTok löschen. Komm, Leute, 15 Sekunden noch. Weiter, Sokol. Danke, Dennis. Weiter, weiter, 10 Sekunden noch. Dennis. Weiter, Dennis. Pff, Junge, Alter, du wurdest komplett... Ich glaube, noch nie in deiner Karriere wurdest du so zerlegt wie gerade. Weiter, weiter, 1 Sekunde. Sauber. Danke, Jeschua, Langweiler, Sokol, Leila, Jenny, Ben. Leute, wir wurden auseinandergenommen, Leute. Wir wurden auseinandergenommen. Komplett auseinandergenommen. Sauber. Okay, was muss ich machen? Dich so bekreuzen, so. Dreimal. Aber dass man das sieht. Im Namen des Herrn. Im Namen des Herrn, sag im Namen des Herrn. Im Namen des Herrn. Okay, gut. So ist brav, du Kommunist. Ciao, Alter. Mach's ja fett. Tschüss. Schön, dass du das gemacht hast. Junge, wie er auseinandergenommen wurde. Junge, wie du zerlegt wurdest. Boah, ich glaube, noch nie wurde Tesla Hahn so heftig gedemütigt in der Öffentlichkeit, dass er sogar sich kreuzigen muss als Atheist. Gerade habt ihr gesehen, wie eine TikTok-Legende zerfetzt wurde, weil ich die besten Unterstützer habe, die besten Leute habe. Vielen, vielen Dank an alle. So, jetzt geht's weiter mit Zerfetzung. Wie viel Uhr ist jetzt? 12 Uhr schon. 2 Stunden, 2,5 Stunden. Okay. Oh, ich sehe, wie Gerald und Dings diskutieren. Wie Gerald und der Albaner diskutieren immer noch. Oh Mann, Alter, die werden ganze Nacht, wenn sie jetzt über Albinos und Srp, 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 Srp und Sichel und blaue Augen und reinrassige und arische Albaner, ja, und die ersten Serbenmenschen und so weiter, das wird jetzt ganze Nacht gehen. Srp, 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 Srp. Sense, 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 Srp, 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 Srp. Komm, Leute, Stream liken, 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 liken. Ey, erklärt mir mal, warte mal. Nein, sonst lachen die Leute mich aus. Ich frag jetzt nicht öffentlich. Britta, schau mal Nachricht. Ja, ich hol jetzt Goldstücke rein. Gleich hol ich Goldstücke rein.
Gleich kommen Goldstücke rein. Aber heute gab es schon ein paar ordentliche Zerfetzungen, auch mit Goldstücken. Ey, wie schalte ich wieder um, dass Gäste reinkommen können? Wie schalte ich um, dass wieder normal Gäste reinkommen können? Hey, was ist das? Wieso schickst du mir nochmal eine? Ja. Wieso schickst du mir nochmal eine? Ja. Hey, TikTok-Boomer hat eine Frage. Wie hole ich Gäste rein, so normal? Was meinst du mit Gäste? Ach so, jetzt geht's. Nein. Hey, was ist das? Sokol. Gastanfragen. Ja, das ist wieder normal, weil ich sehe bei mir jetzt nur unten Hosts. Ich sehe nicht mehr normal, dass Gäste Gastanfragen kommen. Oh ja, da musst du rechts unten drauf. Diese zwei Marktsoldaten, diese zwei Gesichter nebenan, die musst du antippen. Ja, aber ihr fahren. Was? Hier vor, warte mal kurz. Wir können auch so Leute reinholen, die vielleicht mit dir diskutieren wollen. Ja, genau, wir können auch so, hol so Leute rein. Goldstücke. Ich probier's einmal, warte kurz. Aber es kann auch sein, dass Leute dich nicht kennen. Ja, egal. Okay, warte. Dann ist es noch leichter zu fetzen, wenn Leute nicht kennen. Ich lade so Goldstücke ein, okay? Ja, lad Goldstücke ein. Dann machen wir zur Fetzung. Warte. Seid ihr Goldstücke? So, die haben meistens eh immer so ein Ali. Das wird aber ein bisschen dauern, warte kurz. Ey, fass mal nicht so. Okay, Entschuldigung. Da ist einer mit Arabisch. Sokol, ich will dich reinholen, aber das geht nicht. Da steht nur hier Gastanfrage. Hat diesen Zuschauer gebeten, auf dich zu warten, kommt dann, wenn ich dich reinholen will. Oh, ich bin schon kaputt, Mann. Nati, danke für die Kappe, danke schön. Ich bin nicht schwul, Hahn, aber ich liebe dich. Alles gut, danke schön. Danke, dass du mich liebst. Komm, Leute. Stream liken. Wo ist eigentlich der Like-Dings, der Knopf zum Liken? Oder sehe ich das nicht, weil ich Host bin? Nein, wenn du liken willst, dann muss man auf den Screen tippen bei TikTok. Hahn, hol mich rein. Du musst live kommen. Ach so. So, was schauen wir, was haben wir? Wen haben wir da? Die nehmen alle nicht an. Ja, weil die schon. Wieder? Kann ich auch meinen eigenen Stream liken? Ja, theoretisch schon, ja. Komm, Leute, liken. Komm rein, Hasuna, dann zeige ich dir, wer ein Schlingel ist. Irfan, du Schlingel. Rein theoretisch live neu starten. Was? Ich muss extra neu starten? Boah. Nein, musst du nicht. So, da ist einer. Was? Hallo, wo kommt ihr, Jungs? Aus der Schweiz, und du? Österreich. Österreich. Von wo kommt ihr herkunftsmäßig? Österreich. Ich bin auch Österreich. Du bist auch Österreich, okay. Ja, woher kommst du? Südkorea. Korea. Und du? Ich? Ja. Ich komme aus Kosovo. Oh, ein Kosovare. Oh, du hast gerade Diskussion verpasst über Kosovo. So, was sagt er über Kosovo? Mit das Kosovo. Albaner gegen Serben-Diskussion. Ja. Wirklich? Aber Teslan, was hast du damit zu tun?
Tesla Hahn ist Balkanexperte. So schaut's. Kennst du mich nicht? Ja, ich hatte Krieg mit ganz albanischem Volk und hab gewonnen. Du? Ja. Bist du Kim Jong-un oder was? Eine Frage. Warum sind so viele Albaner kriminell in Schweiz? Gute Frage. Warum sind so viele Albaner kriminell in Schweiz? Du musst fragen, warum viele Albaner in der ganzen Welt kriminell, nicht in der Schweiz. Du bist noch stolz drauf, oder was? In der ganzen Welt. Damit auch die Frauen weniger rauchen. Was? Aber komisch ist, warum Albaner? Es gibt von jeder Rasse gibt es doch Leute, wo... Aber albanische Mafia ist doch bekannt. Weißt, Albaner ist kleines Volk, aber fast überall kriminell. In Schweiz kriminell, in Deutschland kriminell. Ja, kleines Volk ist falsch gesagt. Bitte. Aber was hast du das Gefühl, dass wenn man über Albaner jetzt redet, hier im Internet wird man berühmt oder bekommt Geld dadurch? Bro, du hast immer noch nicht die Frage beantworten können. Du hast doch selbst gesagt, Albaner sind überall kriminell, hast du gesagt. Lieber Kriminal aus dem kleinen Schnabel, ja, dütig, ja. Egal, die nur. Die Leute mal zwei. Schass dir. Komm Leute, gemeinsam mit Tesla. Irfan, woher kommst du? Ich. Ja? Nati, danke schön. Deutschland. Nein, Nationalität. Jo, wir bekämpft das Scheiß im Vietnam. Was? Geboren in Sanjak geboren. Novi Pazar geboren. Atisi Pazar, erzähl? Ja, genau. Ah, dobro. Aber, ja, egal. Ich schon. Ein Pritscher mal und Naschki, heide. Die Zuschauer verstehen nicht. Hey Leute, kennst du den Irfan nicht? Das ist der macht so Kundgebungen draußen. Kennst du ihn nicht? Irfan, das ist Sam Albaner. Red Deutsch erst! Kannst du Deutsch? Küss deine Hand. Du redest immer diese Jugosprache. Ey, Tesla! Küss meine Hand. Da. Deine riesige Goldstückhand will ich nicht küssen, Alter. Polubie! Leute, mal zwei Ballert. Komm, Leute. Mach mal den Typen aus Österreich und die zwei Albaner aus Schweiz fertig. Komm, Leute. Tesla? Leute, warum hört ihr auf Irfan? Er ist selber Albaner. Dennis, danke schön, ich küsse dein Herz, danke schön. Aber ich bin nicht krimineller Albaner aus Schweiz. Nehmen wir welche Kriminal, sondern go was? Wir sind jetzt die zwei Albaner. Ja, Jungs, wir sind hinter der Sitz. Zwei albanische Gangster aus Schweiz. Zwei albanische Fuckers. Hey Leute, komm, FDM, danke fürs Folgen. Das ist schwierig. Ey, wie läuft Hütchenspieler-Business? Läuft gut, Hütchenspieler-Business. Kennt ihr das? Dieses, du nimmst einen Stein und dann wechselst du so. Ich glaube, die kennen Hütchenspieler nicht. Du bist aus Deutschland. Was? Bist du aus Deutschland hier von? Aus Deutschland, ja, aus Deutschland. Woher aus Deutschland? In Bayern aufgewachsen. Bayern? Ja. Ja, was jetzt? Geboren oder nur aufgewachsen? Aufgewachsen, geboren in Novi Pazar, habe ich dir doch schon gesagt. Okay. Sie nicht in Pazar, wenn du die Bio Pazar hast, dann bist du auch. Warum? Was hast du? Hä? Das ist doch gute Business-Hütchenspieler. Ja, von was? 30 Sekunden. Guter Business, was ist das für ein guter Business? Größte Fisch, warum so? Erinnert mich, das ist Business, ja, wo was Business. Aber Albaner machen das doch. Die würden das doch nicht machen, wenn gute Business wäre. Die würden das doch nicht machen, wenn gute Business wäre. Aber wenn nicht, so wirst du das machen. Nein, TikTok ist neue gute Business. Ja. Irfan, Karl, hör schon.
Hütchen spielen. Nati, danke schön. Ich küsse dein Herz, Nati. Danke schön. Okay, Leute. Ciao, ciao. So. Und genug Matches mit albanischen Hütchenspielern. Ja, die sind langweilig, lohnt sich nicht mehr. Also, was machen wir jetzt? Holen wir noch ein paar Goldstücke rein. Hey, aber ich muss echt rausgehen, das geht nicht. Ich kann jetzt nicht so Dings. Das stimmt schon. Gerade mit den Figuren. Nein, ich habe unten nur. Ich kann keine Gäste annehmen. Komm, Leute, Stream liken. Komm, 400.000 noch. 400.000. Ja, da muss ich neu starten. Ja, okay, Leute, ich tue neu starten und dann mache ich noch paar Goldstücke. Bisschen rein, raus und ja. Also neu starten jetzt TikTok.